Hallo, meine verehrten Freunde da draußen. Die drei Geisterjäger, sagen wir es mal so, drei kreischenden Geisterjäger sind wieder unterwegs. Und zwar einmal die Yuko und die Mona. Wir sind hier bei Phasmophobia. Hallo. Wer hat meine Taschenlampe? Wer? Taschenlampe? Wo ist Taschenlampe? Ich nehme die Kerze. Bleib bei uns, renn nicht vor. Ihr könnt ja noch Licht anmachen. Toll, danke! Oh Gott, das will ich mir jetzt wirklich erschrocken, ey. War ich etwa so laut? Schraube ich dich an? Ein Klavier ist immer laut. Hm. Da ist nur eine Garage. Leute, ich suche mal schon mal den Generator. Wenn ihr die Türen aufmacht, macht die bitte ganz auf. Machen wir doch. Hübsch. Was hast du zu essen? Nein. Hier ist auch noch eine Tür im Keller, ne? Oh, lecko funny. So viele Türen. Hier unten ist der Generator. Da. Okay, das ist gut zu wissen. Also im Keller. Fuck. Ich meine, im Mist. Keller. Mist. Im Keller und dann noch die Tür aufmachen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist so ein weiter Weg, ey. Oh. Ja. Wollen wir jetzt mal nach oben gucken? Ja, lass uns nach oben gucken. Also hier ist auf jeden Fall schon mal Kinderspielzeug. Das ist nicht gut. Wo geht's denn hier nach oben? Hier. Ach, da. Wir kommen. Hier liegt ein Schlüssel. Alles aufheben. Hab ich den jetzt? Hab ich. Boah, ist das groß hier. Ist noch ein Schlüssel, ne? Was ist jetzt los? Das Licht ist aus. Alter, jetzt schon? Wollt ihr mich verkackeiern? Nee, das Licht ist aus. Wollt ihr mich verkackeiern? Yoko? Yoko? Wir müssen in den Keller gehen. Machst du bitte den Taschenlampe an? Wie hieß die Dame nochmal? Ey, Leute, wie hieß sie denn nochmal? Dorothy Thompson. Dorothy, okay. Dorothy Thompson! Hallo! Miss Pinky hier. Ich fühl mich ohne Taschenlampe echt unsicher, ey. Ja. Du, das geht mir auch so, wa? Licht ist an. Hab ich doch gesagt. Was hast du gesagt? Fragt sich nur, wie lange. Yoko? Ja? Sprichst du mit uns? Ja. Gut. Yoko? Nimm meine Hand. Komm schon. Nimm meine Hand. Lass mich doch nicht alleine. Yoko. Nimm meine Hand. Nein, niemals. Nimm meine Hand. Boah, hier geht's auch noch weiter, ey. Hallo. Ich mach mal überall Wasser an, ne? Oh, und Licht ist wieder aus. Nicht schon wieder. Wo geht's nochmal lang? Leute. Wir haben Yoko verloren. Yoko? Leute? Yoko? Yoko? Ja. Yoko? Ja. Yoko? Leute, hört er mich? Yoko? Ja.
Ja? Oh, man hört dich. Wo bist du? Ich gehe gerade in den Keller. Wo seid ihr denn? Untergeschoss. Hallo? Ach, da. Hallo? Oh, machst du deine Taschenlampe an? Also mit so einem Leuchtstab ist das echt kacke. Dir bringt gar nichts. Nee. Okay, Licht ist an. So, wir müssen jetzt auch mal nach Beweisen suchen, ne? Ja, einmal mit dem UV-Licht und Pinky redet mit dem Geist. Natürlich! Ja, was denkst du denn? Mach dir mal bitte das Licht an. So, hier bleibe ich. Wir wissen gar nichts von dem Geist, ne? Oh, Mano! Wo geht's denn hier irgendwo hin? Ich verlauf mich hier, warte mal. So, ich geh noch mal kurz in den Van und schau noch mal nach. So, ich habe für Sie... Was Leuchtendes haben? ...einige weitere Untersuchungen durchgeführt. Es sieht aus, als wäre der Name... Dorothy Thompson, dieser Geist scheint... Kannst du mal aus dem Bild gehen? Dankeschön. Nur auf Personen, bla bla. Aha. Internal, okay. Also da muss ich wohl doch alleine mit dir reden. Na super. Da habe ich auch Lust drauf. Joko? Joko? Ja? Oh, fuck me! Mach doch nicht diesen! Hier ist ein geil... Hier ist eine Tasse runtergefallen. Und es friert. Es ist hier. Ja, definitiv, weil ich atme Feuchtigkeit aus, beziehungsweise Nebel. Nee, guck mal hier. Ach doch, wir beide atmen das aus. Ja. Also Gefriertemperatur, Leute. Es ist kalt. Pinky? Ja? Oh, lecko Funny, nicht schon wieder, ey. Diese Wo ist Joko? Joko ist... Joko ist mutig und geht rein. Ja, dann geh mal. Dann geh du mal, ja. Also, jetzt müssen wir links drücken, R. Um mit ihr zu reden, weil sie ja jetzt weiter weg ist. Ja? Ja? Ich bin weiter weg. Joko, geht's dir gut? Ja, Joko. Ich bin im Keller, hab Licht angemacht. Joko, geht's dir gut? Ja! Dann. Geil! Hallo! Also, hier ist auf jeden Fall was los. Ich mach mal die Kamera an, ne? Ja, weil hier hat man nämlich Gefriertemperatur. Das heißt, beziehungsweise unser Atem. Hier ist Nebel. Ja, das ist ja unser Atem. Also hier ist es kalt. Hier ist auch gerade das Licht ausgegangen, wo wir reingekommen sind. Ja. Das können wir im Journal schon mal eintragen. Geh, dann trag mal ein. Hab ich. So, und da ich ja die ganze Zeit hier mit dem Ding leuchte, also müsste ich jetzt hier bleiben und mit dem Gerät mal mit ihr reden. Also, geht mal bitte raus. Ja, tschüss. Joko, wo bist du? Leute? Ja. Hilfe. Es hat Geräusche gegeben da drinne. Ich brauch gar nicht. Ich brauch gar nicht reden. Joko? Hört er mich? Ja, wo bist du denn? Oben. Was machst du denn oben alleine? Sie haut immer ab. Ja, ich gucke gerade. Vielleicht finde ich ja hier irgendwas. Ja, dann guck mal bitte nach dem Wasser. Ich guck schon nach dem Wasser, aber ist alles sauber. Okay. Okay, dann gehe ich jetzt in den Raum und rede mit Dorothy, ja? Mona? Ja. Oh.
Entschuldige. Wo ist denn Joko schon wieder? Im Badezimmer. Natürlich war sie wieder kacken, ne? Sorry. Ich musste ganz dringend. Dein Ernst? Privatsphäre, hallo, Privatsphäre. Ernst? Seht ihr das im Bild? Also im Spiegel? Was denn? Dieses Gesicht? Oder ist das normal? Oh Gott. Das ist ja gruselig. Sind das wir? Ich glaube, das sind wir. Dorothy Thompson, redest du bitte mit mir? Komm schon, rede mit mir. Dorothy. Okay, okay. Ja. Dorothy, würdest du dich auch bitte zeigen? An der Haustür, an der Haustür. Ich höre Schritte. Ja, ich auch. Sie hat mich. Aber ich habe ein Foto gemacht. Zu mir, die ganze. Leute, ich habe ein Foto gemacht. Mikrofon muted. Wer lebt noch? Hallo? Ich lebe. Wie geil. Wo geht's denn hier raus? Der ist wieder jetzt hier im Wohnzimmer gegangen. Also wir haben es so vereinbart, dass die Leute, die gestorben sind, nichts mehr sagen, weil, keine Ahnung, ich kann ja nichts mehr machen. Ich kann ja auch nicht verraten, wo der Geist ist, ne? Ich kann jetzt hier nur rumschwören. Verdammte Axt! Oder meinte ich, soll vielleicht doch was sagen? Hörst du mich? Ich habe einen Autoschlüssel gefunden. Und das Foto wurde leider nichts von Pinky. Man hat es nicht gesehen. So, ich rede jetzt mal doch mit euch. Normalerweise macht man das nicht, aber Mona? Was machst du denn da in der Waschküche? Angst haben. Joko, würdest du mal Mona abholen? Bleibe hier so lange, bis du mich abholst. Mona? Wo bist du denn genau? Also da in der Küche, wo ich gestorben bin? Da ist doch die kleine Waschküche. Ja. Ja, da, genau da, genau. Gott segne dich. Wolltest du nicht mehr weg? Nee. Also mein Foto ist nichts geworden? Nein. Scheiße. Nimmst du mal ein paar Sachen vom Pinky irgendwie auf das eine Gerät auf jeden Fall? Ja, guck mal bitte nach Fingerabdrücke. Ich hab gesehen, dass der Geist wieder hier hingegangen ist. Wieder hier in den Raum. Der mit der Sense. Oh, eine Sense? Der hatte eine Sense, ja. Kannst du mal gucken, ob du hier irgendwas findest an Fingerabdruck oder irgendwie sowas? Der Sensenmann. Ja, der hat ja eine Sense. Oh nee, ist nichts. Also ein Phantom ist es auch nicht, weil ich habe ein Foto von ihm gemacht und der ist nicht verschwunden. Ja, aber das ist nichts, da wurde nichts. Ja, nee, aber normalerweise, wenn ich einen Geist fotografiere, würde er verschwinden. Aber bei einem Phantom. Ja doch, bei einem Phantom ist er verschwunden. Nee. Ja, also ist das ein Phantom? Nee, der hat mich ja dann sofort gekriegt. Der hat ja gar nicht drauf reagiert. Aber wir haben auch keine Items irgendwie sowas. Ja, deswegen sag ich ja, ihr müsst Fingerabdrücke suchen. Ja, Mona macht das schon. Gefriertemperatur hatten wir. Ja.
und geht mal mit dem EMF rum. Dieses Ding, was so piept. Ja, meins bringt nichts. Also deins muss ich nehmen. Nee, nee, das meine ich nicht. Das ist ja die Geisterbox. Ja, das könntest du auch noch mal probieren, aber das hat bei mir ja nicht angeschlagen. Ja, bei mir schlägt das hier gar nicht an mit dem EMF. Aber ich hab das ja, das Weiße. Okay. Und das bringt nichts. Okay. Ich schon damit durch den ganzen Raum draufhalten, ne, um deinen Fingerabdruck zu finden, ne? Ja. Ja. Also du kannst von ein bisschen weiter weg, das reicht schon. Mehr so die Türen und Türrahmen und vielleicht Fenster. Nein, 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 nein. Oh, Licht ist aus. Ich hör's. Ich würde euch ja gerne helfen, aber ich kann nicht. Ja, du hast dich erwischen lassen. Ich hab mich nicht erwischen lassen, der kam einfach auf mich zu. Kann ich nicht Licht anmachen? Licht an. Kann ich nicht. Scheiße. Mona? Mona, wenn du, wenn Yuko weiter weg ist, musst du R drücken. Weißt du was, Mona? Hm? Komm mal mit, ich hab einmal zu der Garage. Ich hab einen Autoschlüssel. Gucken, ob ich da was machen kann. Wenn ich die Garage finde. Ach, hier. Oh. Oh. Was heißt das jetzt? Ja, weiß ich nicht. Lockt das den Geist vielleicht auch an? Nein, 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 nein. Was ist los? Ich hab mich gemacht. Oh Gott, er steht vor mir, er steht vor mir. Oh. Ich seh nix. Ich seh nix, ich seh nix. Wie, du siehst nix? Ich seh nicht. Wie? Okay, dann ruf doch mal den Geist. Ruft ihn und dann, ja, keine Ahnung. Mach ein Foto, wie auch immer. Wie hieß der nochmal? Doris. Doris sieht, Thompson. Du lebst? Ja. Irgendwie, wenn ich das Auto anfasse. Im Auto! Im Auto, da! Wo? Ich sehe hier nichts. Ich sehe wirklich nichts. Das war. Was ist das? Das ist die Spiegelung von Yuko. Das sieht aus wie ein Mann. Warte, ich gehe mal auf die andere Seite. Ach, wie schön. Was habe ich noch? Also ich habe Kellerschlüssel, Garagenschlüssel, Autoschlüssel und Eingangsschlüssel. Ja, wie machst du denn ein Foto mit der Kamera? Auf die linke Maustaste, was? Die rechte Maustaste. Nein, 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 nein. Das hat... Was? Was? Ich hätte nur gesagt, lass das Licht an, weil ich ihn gehört habe. Ich kann ihn ja nicht rufen, ne? Schade. Ja, ich rufe den mit Sicherheit nicht. Warum denn nicht? Mach doch mal ein bisschen spektakulärer. Aha. Ruf selber deinen Dorothy. Dorothy! Oh, Dorothy! Ja, keine Ahnung. Ich kann es nur anmachen, mehr nicht. Komisch. Dann müsst ihr nochmal durch alle Räume gehen, vielleicht. Rächt mich! Wir versuchen es. Ja.
Lass uns mal nach dem Waschbeck. Das Licht ist aus. Dann komm mit. Mama. Boah, ich will nicht vor, ne? Ich will nicht vor. Du machst das, ob ich was will oder nicht. Ha! Sehr nett. Aber wir wissen immer noch nicht, was das sein soll, ne? Ja, ich schau noch mal im Buch. So, Licht ist an. Das Ding ist ja, dieser Geist will einen nur, wenn man alleine ist, ne? Ja. Und ich war ja so ziemlich alleine. Mona ist ja in den anderen Raum gegangen. Ja. Also bleibt zusammen. Wir bleiben so oder so zusammen. Ich bin gar nicht mehr los. Aber das Beste war, als ihr geschrien habt, ey. Oh, das war so geil. Lach uns nicht aus, ja? Ich bin schon tot, ich darf jetzt lachen. Ja, weil du uns im Stich gelassen hast. Nee. Nee. Doch. Ihr habt Doch. Gesagt, ihr habt gesagt, ich soll alleine mit dem Geist sprechen. Ja. Das habe ich getan. Die Konsequenz davon ist, dass Pinky sterben muss. Ah. Oh, oh. Meine auch. Alles im Haus flackert. Alles. Oh, er kommt. Er kommt. Was ist denn? Ich filme alles hier. Ja, er kommt. Er kommt, Leute. Oh, oh. Ich will nicht. Oh, ist er bei euch? Nee. Nein, bei mir nicht. Mach das Licht an. Ich hab... Komm, soll man den wütend machen? Komm, ich mach ihn wütend. Habt ihr hier beim Klavier, habt ihr die Tür aufgemacht, also vom Schrank? Ja, ich hab die aufgemacht. Okay, dann hab ich die nichts hier, gesagt. Ne? Ja. Die hab ich aufgemacht, die. Wenn du das meinst, die Vitrine hier. Ja. Jetzt such doch mal bitte... Ja? Nach Fingerabdrücke. Ja, sie guckt doch schon, die scannt doch. EMF! Schon. EMF! Ah! Ja, schön. Sehr gut. Hä? Joko, geh mal in den kleinen Raum hier. Hier? Nee, in den anderen. Oh. Auch nicht, ne? Hier ist auch nichts. Nee, okay, dann in den anderen Zimmer. Denn hier in der Küche, die Lichter flackern wieder. Ja. Er kommt! Er ist oben! Bleib bei mir, Mona. Leute, er ist oben! Ist mir egal! Ihr müsst nach oben gehen. Warum? Ja, wollt ihr nicht ausfindig machen, wer das ist? Mona, komm. Ich kann jetzt gut reden, Leute. Ich kann jetzt gut reden. Ich bin tot. Ich brauch keine Angst mehr haben. Guck mal hier. Machst du Licht an, Mona? Überall? Oh, Licht ist aus. Ah. Dieser Schlingel, ey. Lass uns mal wieder Licht anmachen. Also ich bleib jetzt mal hier oben und guck, ob ich ihn sehen kann, wenn ich gleich wieder Stapper höre, ja? Ja. Oh, Licht flackert. Oh. Hörst du das? Ja. Oh, ich hab Angst. Ich auch. Oh, das ist der Sensenmann. Oh mein Gott, der ist hier oben. Sag ich doch, der ist Sensenmann.
Und der ist hier hinten im... Der geht... Oh. Oh mein Gott, bist du gruselig. Der geht runter, der geht runter. Mona. Der geht runter. Der ist in der Wohnstube. Alles gut. Und jetzt ist er weg. Hier in der Wohnstube war er. Nee, da seid ihr falsch. Ja, warte doch. Du hast gut reden, ey. Ich weiß, ich bin tot. Genau, da drinne. Hier am Schrank und dann ist sie verschwunden. Ja, aber ich hab hier keine... Solche Geräusche hat die gemacht. Ja. Und ich hab sie gesehen. Ja, war die gruselig. Wo der dich umgebracht hat. Was? Ich bin hier, ich renne nicht weg. Ich renne nicht weg, keine Angst. Drei kreischende Weiber, wie geil ist das denn, ey? Ah, schön. Ja, aber was haben wir denn jetzt für Hinweise? Also, die Hinweise ist ja jetzt EMF genauso. Das hat ja auch ausgeschlagen. Keine Bitte. Nein. Ja. Er kommt. Luca. Erst mal, Joko hinter dir. Ja. Joko ist tot. Joko ist tot. Mona? Ja. Ich bin tot. Ich würde dir jetzt empfehlen zu entkommen. Raus hier. Mona, aber komm raus. Ich dachte, dass wenn du alleine ging, das nur, dachte ich. Wenn man alleine ist und wir waren zu zweit. Dann ist es ein Phantom. Renn raus. Renn einfach raus. Schnell. Okay. Gib Phantom ein. Das muss ein Phantom sein. Du musst jetzt J drücken. Und dann gibst du erstes Gefriertemperaturen, zweites EMF und drittes kein Beweis. Und dann gibst du Phantom ein. Ob wir richtig liegen, sehen wir ja dann. Keine Beweise. Und dann Phantom, genau. Da machst du die Tür hinter dir zu. Hier, da bei hier. Diesem Gerät. Genau. Oh, jetzt kannst du wieder ins TS kommen. Oh mein Gott, ey. Der Geist war ein was? Mare. Eine Mare? Oh Gott, wir sind schlechte Geisterjäger. Oh mein Gott, ey. Ja. Der schießt mich. Und ich nur mich 10 auch. Dollar. 20. Ich habe 27 Dollar. Leute, ich muss einmal für 15 Minuten, 20 Minuten AFK. Mein Bruder kommt gleich mal kurz vorbei. Okay. Weiß ja. Nicht, ob ihr dann noch da seid oder nicht. Oder doch, oder vielleicht. Ja. Okay. Dann bis gleich. Okay. Tschüss. So, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt auch hiermit die Folge. Wenn es euch immer wieder gefallen hat, dann gerne einen Daumen, wenn ihr die drei kreischenden Weiber hören und sehen wollt. Yay! Yay! Und dann würde ich sagen, bis dann! Bye-bye! Eine Schwier.
Sonst